Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir sind immer noch unterwegs ohne Fracht. Ist aber auch weiter so nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir einen dicken, fetten Abhang. Nee, haben wir nicht. Wir wollen ins oberste Eck der Map, wenn man so will. Und es gibt keine vernünftige Fracht ein. Was ist hier denn jetzt los? Warum leckt das so? Was soll das? So, wir haben noch 1155 Kilometer vor uns. Davon wird auch noch eine große Strecke, soweit ich mich erinnern kann, Seeweg sein, genau. Da hinten liegt auch schon unser Schiff, da müssen wir jetzt noch hin. Ihr seht, das Wetter ist so ein bisschen diesig. Und ja, was soll ich überhaupt sagen? Ich bin saumüde und ich habe absolut keine Ahnung, warum. Ich habe gestern irgendwie den ganzen Tag verpennt. Ich habe heute Nacht geschlafen. Und ich könnte jetzt schon wieder. Also, ja. So, Trailer haben wir nicht hinten dran. Macht aber hier auch nichts. Ich muss mal eben ganz kurz... Ich habe fast die Schranke übersehen. Ganz kurzer Blick auf die Uhr. Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir aufs Schiff. Fahren hier mal eben so an den Kollegen vorbei, wa? Und dann gucken wir mal, ob es da oben irgendwie eine Fracht für uns gibt oder was wir machen können. Ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen Schwerlastaufträge geblieben sind. Ach so, da, oh, guck mal, da oben kann man... Alter, ist das ein Ding. Da oben kann man also auch rein, nur wir nicht. Wir müssen hier unten rein. Und hier dieser Schlacht, der da gerade war, das ist auch, ne? Fail hier pro Mods. Geht gar nicht. So, Maus hängt gerade, das ganze Spiel hängt gerade. Also was ich schon mal gesagt habe, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Pro-Modder sich nicht mehr wirklich Mühe geben. Da sind teilweise Fehler drin, die vorher nicht da waren, die jetzt drin waren, wo man sich fragt, testet ihr das eigentlich, wenn ihr das fahrt oder wie sieht das aus? Es ist, ja, ne? So. Wir sind angekommen, wo wir hin wollen. Jetzt haben wir noch 36 Kilometer tatsächlich nur vor uns. Und dann gucken wir auf der Karte mal, wo wir sind. Aber ich glaube, nördlicher geht es dann tatsächlich nicht mehr. Vor allem finde ich es nicht gut, wenn man schon neue Maps hat. Oder meinetwegen auch Trailer und Cargo Packs und so ein Krempel. Dass sie die ganzen Originalaufträge rausfiltern. Wo sind die ganzen Schwertransporte? Das kann ja nicht angehen. Hier haben wir aber übrigens schon mal einen. Hier haben wir übrigens eine Garage. Ich habe hier mal alle gekauft, die auf der Map zugegen waren. Eine Esso-Tankstelle. Ja, nee, ist klar. Geschwindigkeitsübertretung. Du Hans, du kannst mich mal. Hoppala. So, wir fahren ins Nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, so für Oktober ist das ja ein blendendes Wetter draußen. Ne? Es ist nicht sonderlich kalt, es ist sehr, sehr angenehm. Müssten wir hier dieses Racing-Design drauf haben, dann wäre das noch spannender. Zwei Symbole? Aufträge. Da sind wir jetzt ernsthaft auf Spitz... Nee.
Doch, Spitzbergen, na klar. Und den nach Russland karren hier? Oder nach Murmansk? Nee, komm, wir fahren den großen hier, komm. Auftrag annehmen. Fortfahren. Den holen wir uns jetzt. Gucken wir uns von oben an. So. Wo müssen wir denn hier rein? Mahlzeit. Na gut, Abend. Wo ist denn der Blö... Ach, da. Unser LKW sieht aus, als wenn er... Ja, so schon, aber als wenn er keine Scheibe drin hat. So, Leute, wo fahren wir am besten wieder raus? Hier hinten, wa? Wir machen die Krawallleuchten an. Jetzt fahren wir 1700 und ein paar kaputte Kilometer auch wieder zurück. Alter, und der schunkelt. So, bis zur Fähre ist es jetzt nicht ganz so weit. Den kriegen wir hin. Ich glaube, nach der Fähre, die Kilometer sind dann auch nicht mehr so unendlich. Das werden wir aber, glaube ich, man weiß es nicht, vielleicht noch in dieser Folge schaffen. Wir schauen mal. Es hat eben nach Querstraße ausgesehen, aber die ist erst da hinten. Ja, ja, alles klar. Ich muss ihn mal einmal recken. Ich muss ja gleich noch einen Energy Drink reinpfeifen, wobei ich nicht glaube, dass der mich wach macht. Jo, der zieht das ja ganz gut weg, ne? Da wartet unser Schiff schon oder noch auf uns, wie auch immer. Color Line. Geschwindigkeitsübertrieb. Wer hat das wo gemessen? Das möchte ich wissen, du ehrlich. Wird Zeit, dass ich den Scheiß abschalte. Oder hat das der Krankenwagen hat eine Geschwindigkeitsmessung gemacht. Boah, geil, ey. Die retten nicht nur Menschenleben, die machen auch Geschwindigkeitsmessungen. Das finde ich cool. Da kann man die Polizei... kann man die Polizei einsparen. Okay, ich würde an deiner Stelle hier reinfahren. Mal da rum. Ja, nimm Arsch an der Seite, Brötchen. So.
rauf aufs Schiff. Gucken wir mal. Genau. Ach ja, fahren wir zurück nach Kirkenes, aufbrechen, erbrechen, was auch immer. Na komm schon. Ding dong. Herein. Der nächste bitte. Bitte holen Sie Ihre Bestellung ab. Mädels, macht euch nackig, der Doktor ist da. So, berechne Route. Alter Schwede, du. So, jetzt hier erstmal lecker raus. Zu verzollen haben wir nichts, also fahren wir hier lang. Sonst dauert es wieder ewig und 3 Tage. ...615 Kilometer immer noch. Naja, das heißt dann für uns mal... ...nächsten Parkplatz angesteuert. Pause gemacht, würde ich sagen. Was habe ich für einen Unfall verursacht? Hier ist doch kein Schwanz. Wo denn? Alter Schwede, das kann ja wohl nicht angehen. So ein Blödsinn, Unfall verursacht, ey. Mit was denn? Mit wem denn, vor allen Dingen? Wenn ich dem jetzt reinrausche, dann habe ich einen Unfall verursacht. Überhaupt die ganzen Autos her. Jetzt haben wir zu kotzen hier, du meine Fresse. Ist nicht so leicht. Alter Schwede, du, das verlangt unserem Renault aber alles ab, du. Leer ist einfacher, hier lang zu fahren. So. Aber wie dem auch sei, wie es weitergeht, was wir hier noch für Steigungen zu erklimmen haben, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich werde gleich erstmal rechts ranfahren. Ihr schaut euch am besten noch den Abspann an und macht dann mal das, was da so steht. Tut gar nicht weh, kostet auch nichts und überhaupt mir hilft es
So. Ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, ich bleibe mal ganz kurz hier stehen. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich auf das nächste Mal und sage bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut.